Liebe Damen und Herren, hier ist wieder Wien heute. Ihnen allen einen guten Abend. Michael Häupl hat also heute Geburtstag und das ist auch der einzige Tag, an dem für ihn als Politiker die Geschenkannahme nicht verboten ist. Der Nestroy geht ins Zirkuszelt. Zum ersten Mal wird die Preisverleihung in der Manege stattfinden. Zum ersten Mal gibt es einen Publikumspreis. Nominiert sind viele, die ihr erstes Mal lange hinter sich haben. Gleich in Wien heute. Die Albertina setzt auf die Impressionisten mit 170 Werken von Monet bis Van Gogh. Die Schau, wie das Licht auf die Leinwand kam, läuft noch bis Mitte Jänner. Die Komödie am Kai auf ernsten Abwegen unter dem Motto Blaue Flecken auf der Seele sind Cocteaus geliebte Stimme und Denglers Langusten zu sehen. Karten ab 24 Euro. Die 16 Volkshochschulen laden am Donnerstag zum Tag der offenen Tür, um ihre Angebote an den Mann und die Frau zu bringen. Ab morgen ist die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum öffentlich zugänglich, bis 10. Jänner im nächsten Jahr. Das Lebensmotto von Karl dem Kühnen gilt heute am Ende der Sendung auch für mich. Ich hab's gewagt. Nichts ist passiert. Onkel Taka sagt Ihnen gleich, wie das Wetter morgen Dienstag wird. Von uns allen hier im Studio Ihnen einen schönen guten Abend. Langsam wird es doch ein bisschen herbstlicher bei uns. Allein die Temperaturen, die passen da noch nicht dazu. Es ist ausgesprochen warm. Guten Abend beim Wienwetter.